So, neue Aufnahme. Wir haben gestern in den Sturmgipfeln die letzten Quests gemacht und ja, fangen dann heute in Eiskrone an. Es gibt zwei Möglichkeiten, in Eiskrone anzufangen. Einmal hier drüben, na wo ist er? Hier drüben bei ihm Quest annehmen. Dann startet man hier oben auf der Himmelsbrecher, heißt es, glaube ich. Was kann ich für euch tun? Genau, Himmelsbrecher. Oder man fängt hier unten. Ja, ich bin ja gleich weg. Hier unten beim Agentum Kreuzzug an, was ich jetzt eher machen würde. Den Flugpunkt habe ich schon. Ich zeige euch halt nur, wie man am besten da hinkommt. Also hier drüben ist Dalaran, hier ist die Agentum-Vorhut. Und hier bekommen wir unsere erste Quest. Vertraut auf das Licht und alles ist möglich. Das ist gut. Ehre über alles. Meldet euch bei Kreuzzugskommandant Entari in der Agentum-Vorhut in Das Eiskrone. Ende der Alles Reise. klar. So, dann müssen wir einfach nur hier runter. Abgeben. Die Taktik der Geisel. Agentumskommandant Entari in der Agentum-Vorhut von Eiskrone bittet euch, 8 eingesponnene Kreuzfahrer zu befreien. Hier drüben bekommen wir auch noch eine Quest. Heilmittel für das Unheilbare. Vater Gustav aus der Agentum-Vorhut in Eiskrone bittet euch, ihm 10 Giftdrüsen der vergessenen Tiefen zu bringen. So, und hier vorne haben wir auch noch eine Quest. Die Vorhut verteidigen. Kreuzfahrer Lord Dalfors von der Agentum-Vorhut in Eiskrone hat euch gebeten, 15 Ruber der vergessenen Tiefen zu töten. Alles klar. So, wir müssen einmal hier raus. Die Neruba droppen auch gleichzeitig diese Giftsäcke, die wir brauchen. Und wer Kirschnerei hat, die kann man auch schön kirschnern. Hierhinter kann sich entweder eine Ruba verstecken oder ein, wie heißt, festsitzender Kreuzfahrer. Da war ein Kreuzfahrer. Da noch einer. Das nehmen wir mit. Dankeschön fürs Heilen. Ich habe jetzt Segen der Weisheit gekriegt. Warum denn das? Warum gibt er mir Segen der Weisheit? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Na, Kollege, willst du kämpfen? Ich war jetzt die Tage mit einem, also mit meinem Jäger und in einer Inni gewesen. Da war ein Dudu mit dabei, der hatte einen Gearscore. Also wie ich schon öfters gesagt habe, Gearscore sagt eigentlich gar nichts aus. Aber du musst halt Gearscore haben, damit dich die Leute mitnehmen. Wenn du keine Lust hast, einen eigenen Raid zum Beispiel aufzubauen. Und der hatte einen Gearscore von, keine Ahnung, 3700. Also mein Jäger hat einen Gearscore von 4100. Alter, was hat der als Katze für Schaden rausgehauen? Nicht mehr normal. Nicht mehr normal. Da, das war für mich wow. Ich habe ihn dann mal gefragt, wie er das macht. Er hat gesagt, auf Wowhead gibt es da Skillungen, die hat er übernommen. Und ansonsten steht er einfach nur hinter dem Gegner, macht die ganze Zeit hier Schreddern. Gut, Schreddern können wir halt nicht. Könnten wir schon. Aber verbrauchen meiner Meinung nach beim Questen zu viel Mana. Wir können es ja mal ausprobieren.
Ja, und wenn man dann verfehlt, ist es natürlich noch beschissener. Ja, und wir müssen hinter dem Ziel stehen, genau. Das ist halt auch was, wenn der zu uns guckt, können wir es nicht benutzen. Das heißt, das ist so gesehen nur für Inis und Raids interessant. Muss hinter dem Ziel sein, genau. Muss hinter dem Ziel sein. Ich sag mal, da macht man schon gut Schaden mit. Achso, wir brauchen noch einen von denen. Aber wenn die halt mit dem Gesicht zu uns stehen, können wir da leider nicht viel machen. So, einen brauchen wir, glaube ich, noch, oder? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Gut. Na, komm, mach das Gift runter. Wo bin ich denn immer noch in Fight? Hallo? Wegen dem da oder was? Echt jetzt? Tatsache. Tatsache. Okay, kein Problem. Haben wir geschafft. So, hier erhöht euer Angriffs... Ja, ich habe jetzt auch Dunkelmondkarte tot mir zugeschickt. Die Grandeur mit Beweglichkeit habe ich einem meinem Jäger gegeben. Und habe noch zwei Stück im AHA verkauft, damit ich mir für meine ganzen 80er schnelles Fliegen kaufen konnte. Waffenkundewertung brauchen wir nicht, oder? Ja, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber unsere Angriffskraft wird erhöht. Wir ziehen das auch mal an. Wir können das hier ja erstmal aufheben. Achso, das hier wollte ich ja noch lernen. Was für eine Glyphe bekommen wir denn? Wildwuchs. Sehr schön. Aber ich glaube, die habe ich schon drinnen, oder? Ich habe noch gar keine Glyphen drin. Alles klar. Vergessen. Ja, egal. Passiert. Muss ich mir noch ein paar Glyphen herstellen. Wir nehmen den Heiltrank. So, dann hier drüben noch abgeben. Falls es Überlebende gibt, sprecht mit Penumbrius in der Agentum Vorhut in Eiskrone. Der ist einmal hier unten. So, ins wilde Grün. Rette drei gefangene Agentum-Kreuzfahrer aus Geiselholme und bringt sie ins Feldlazarett im Zentrum des Agentum-Vorpostens. Berichtet Hochlord Tyrion Fordring danach von eurem Erfolg. So, wir sollen hier uns einen Drachen schnappen. Mit der 3 können wir etwas schneller fliegen für ein paar Sekunden. Mit der 1 können wir einen Kreuzfahrer uns nehmen. Und mit der 2 können wir ihn absetzen. So, wir fliegen jetzt einmal hier rüber. Hier unten müssten überall so ein paar Kreuzfahrer sein. Ja, da sehe ich doch schon welche. Da ist zum Beispiel einer. So, bitteschön. Man kann aber immer nur einen nehmen. Also genau das gleiche wie in... wie heißt's? Feste Vortrag und Drachenöde. Also da konnte man ja auch immer nur einen nehmen. Da mussten wir dann 10-mal hin und her fliegen. Hier müssen wir jetzt nur 3-mal hin und her fliegen. Bei den
Brunhilda konnten wir jeweils 3 Stück auf einmal zusammen mit einem Protodrachen befreien. Ja, keine Ahnung, vielleicht sind die von der Allianz schwächer. Ich weiß es nicht. Ich hol dich doch schon hier raus, mein Freund. So. Ja, gestern Morgen ist auch Ding gestartet, ist der Dunkelmond-Jahrmarkt gestartet. Der ist jetzt in Shadrath. Also wenn die Folge rauskommt, ist er schon lang wieder vorbei. Da steht der nächste kurz bevor. Ich will mal kurz gucken. Ich habe jetzt für diese Woche hochgeladen. Hier habe ich noch. Wir müssten jetzt hier am 27. Februar müsste die erscheinen und am 11. kommt schon wieder der nächste Dunkelmond-Jahrmarkt. Deswegen da war die Hölle los. Und also ich habe mir 2 Karten an meinen Dudu geschickt hier. Einmal fürs Healset, Dunkelmond-Karte. Wie heißt die denn? Moment, ich muss mal kurz gucken. Sammlungen. Prismenkartenset, Dunkelmondkarte Illusion. Erhöht die Zaubermacht um 100. Absorbiert 6 Sekunden lang 1500 Schaden. Wenn der Schild auf irgendeine Art entfernt wird, gewinnt ihr 1500 Mana zurück. Und hier habe ich mir jetzt das Dunkelmondkarte Tod geschickt. Erhöht die kritische Trefferwertung um 85. Jedes Mal, wenn ihr Schaden verursacht, besteht eine Chance, zusätzlich 1750 bis 2250 Schattenschaden zu verursachen. Die ganze Zeit, wenn kein Dunkelmond-Jahrmarkt ist, kosten diese Karten im Auktionshaus so 300 bis 500 Gold. Ich habe letzte Nacht, also Samstag auf Sonntagnacht, wie der Dunkelmond-Jahrmarkt gestartet ist, habe ich direkt mal meine 30 Dinger umgetauscht. Am Anfang. Zusammenarbeit können wir erfolgreich sein. Ich erzähle gleich weiter. Eine Kalt von Erz. Ich meldet euch bei Agentumsmeister Fetzig bei der Agentumsvorhut in Eiskrone. Mut ist unser. So, dann müssen wir einmal hier runter. So. Beenden. Die letzte Verteidigungslinie. Benutzt ein Agentumkanon, um 100 Angreifer der Geisel zu vernichten. Außerdem müsst ihr 3 Frostbrutzerstörer töten. Solltet ihr erfolgreich sein, kehrt zu Belagerungsmeister Fetzig zurück. Schönen Tag auch. Alles klar. Also einmal hier hoch. Eure Gestalt ist verwandelt. Das könnt ihr nicht. So, hier auf feindliche Geiselschergen abschießen und hier Bombe der Abrechnung ist dann so gesehen ein großer Flächenschaden, den wir machen können. Ja, auf jeden Fall, ich habe... Leck mich am Arsch. Bleib bloß weg, du Drecksau. Ich habe, wie gesagt, 30 Prismenkarten, 30 Untodeskarten und 30 Chaoskarten gehabt. Die habe ich alle umgetauscht und habe ein paar ins Auktionshaus gesetzt für jeweils 300 Gold. Die sind auch gleich weggegangen. Da waren Leute drin, die haben die Karten für teilweise 1000 Gold verkauft. Und ja, ich habe mir gedacht, ich will die Leute nicht ausnehmen, weil das ist nicht die beste Karte. Gestern am Sonntag waren dann neue Karten drin, 49 Gold. Die haben dann wirklich die Karten auf 49 Gold runtergesetzt. Ich sag mal, ich hatte zum Glück schon ein paar verkauft gehabt, sonst hätte ich blöd dagestanden. Ach, davon haben wir schon 3. Ja, wir müssen eigentlich einfach nur mit der 1 immer... Ja, der nervt du nicht.
Und wenn die 2 ready ist und dann können wir einmal unten auf den Boden schießen. Bloß nicht in die Luft, ihr habt vorhin gesehen, bringt nichts. Bam. Ja, ist einfach eine schöne Quest, wo man auch ein bisschen erzählen kann. Und ich bin jetzt nach Gadgetstan gegangen, habe da noch ein paar ins neutrale Auktionshaus gestellt, auch wieder nur für 300 Gold, weil auf Hordenseite kosten die teilweise auch über 1000 Gold die Dinger. Und das ist aber damit geschuldet, weil auch bei uns auf dem Server Hordenseite sehr wenig vertreten ist. Yo. Gut, was nehmen wir denn? Ist alles mit benutzen, deswegen kann es uns egal sein. Nehmen wir mal die hier. So, und dann würde ich sagen, machen wir morgen hier weiter.